Dann möchte ich mich zunächst bedanken für die Einladung, hier in diesem Rahmen, in diesem Webinar ein neues deutsches Wort vorstellen dürfen, den Bayerischen Landesverein für Familienkunde, Ziele und Strategien. Nun erstmal zu meiner Person. Ich bin also am 19. Mai 1950 geboren, hier in Tapfen, in dem Ort, wo ich lebe. War Lehrer für Volksschulen, inzwischen im Ruhestand, Gemeinderat, seit 92 Mitglied in dem Bayerischen Landesverein, seit 96 Vorsitzender des örtlichen Heimat- und Brauchtumsvereins, dann Redaktionsmitglied seit 96 für unsere Jahresschrift, 96 auch den ersten Stammbaumtisch Nordschwaben gegründet, der, wie ich jetzt erfahren habe, der erste Forscherstammtisch in Bayern war. Seit 2000 Leiter der Bezirksgruppe Schwaben im BLF und seit 2008 Landesvorsitzender. Seit 2012 auch der stellvertretende Vorsitzende der DGV. Seit 2016 Vizepräsident von IGRAS for All und seit 2016 auch zweiter stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins des Staatshilfs Augsburg, Herausgeber zweier Familienzeitschriften, Initiator und Mitinitiator verschiedenster regionaler und überregionaler Forschertreffen, auf die ich noch zu sprechen komme, und auch VHS-Leiter für Ahnenforschung und Lesen alter Schriften. Der Bayerische Landesverein, das ist das offizielle Logo noch mit dieser alten Schrift, wurde am 19.05.22 gegründet. Wenn Sie aufgepasst haben, wann ich geboren bin, nämlich auch am 19.05. Das war als eine Fügung des Schicksals, dass ich mal hier Vorsitzender werde. Der geschichtliche Abriss zum Verein, die Organisationsform 22 bis 42. Da gab es eine Vereinsleitung, eine Landesvorstandschaft und einen Ortsbeirat in München und einen Landesbeirat, Vertreter der Ortsgruppen. Also ganz andere Organisationsform wie heute. Dann wurden Ortsgruppen gegründet in Regensburg, Würzburg, Bamberg, Ansbach, also auch im Fränkischen, in Augsburg und sogar in Berlin. Nach dem Krieg gab es Gründungen in Neuburg und in Passau. Und das BLF heute nach dem Krieg eigentlich so eine Art Neugründung, Einteilung nach Regierungsbezirken. Ich möchte das kurz an der Karte erläutern. Das wäre also Bayern. Ich habe hier die drei Bezirksgruppen Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken in hellblau gekennzeichnet. Das ist praktisch das Hoheitsgebiet der GFF. Und die dunkelblauen Schwaben, Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz, der Bayerische Landesverein. Und in der Oberpfalz gibt es auch noch die GFO. Das war mal vor knapp 30 Jahren eine Abspaltung vom BLF. Ich habe ja in der Ankündigung geschrieben, dass der BLF zu den drei großen Vereinen des Südens gehört. Verein für Familienforschung Baden-Württemberg, die GFF und der BLF. Ich habe jetzt mal seit 1992 die Mitgliederzahlen verglichen. Und wenn Sie die Kurve anschauen, im Jahre 92, als ich da in dem Verein beigetreten bin, da lagen wir bei weit unter 800 Mitgliedern. Das ist also die blaue Linie. Die rote ist die GFF und die grüne, das ist also der Verein für Familienforschung Baden-Württemberg. Also interessant, diese Entwicklung, das hat natürlich auch seine Gründe. Wenn ich anschaue, wo jetzt da in den Ende des vergangenen Jahrhunderts die GFF losmarschiert ist, die hatten als erste digitale Angebote. Und wir erst seit einigen Jahren, aber die Zahlen zeigen nach oben. Aber so einheitlich ist das Bild im BLF nicht, wenn man jetzt die Entwicklung unserer Bezirksgruppen anschaut. Wir haben also hier Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz und Schwaben und hier die Gesamtmitgliederzahlen und Sie sehen einen
großen Block, das ist also Oberbayern, die mitgliederzahlmäßig immer etwa gleich sind. Niederbayern, und da muss man wissen, dass die niederbayerische Bezirksgruppe erst 1991 gegründet worden ist. Und die Oberpfalz leidet sozusagen unter der Abspaltung der GfO, sodass, wenn man die miteinander zählen würde, dann weit über 400 Mitglieder auch hätten. Ganz stolz bin ich auf die Schwaben. Sie sehen hier diese Panflöte in der Mitgliederentwicklung, dass die steil nach oben zeigt. Ja, wie ist der BLF strukturiert? Erstens mal der Landesverein mit Sitz in München, die Geschäftsstelle, die Landesbibliothek auch in München. Die wird aber gerade im Augenblick nach Augsburg verlegt, wegen günstigeren Mietmöglichkeiten. Die Landesvorstandschaft setzt sich zusammen durch 4 Bezirksgruppenleiter, die dazugehören, und 5 Beiräte mit wichtigen Funktionen. Die Bezirksgruppen Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz haben eine eigene Vorstandschaft und wenn sie wollen, auch mit Beiräten. Die Schwaben sind sehr gut organisiert mit zahlreichen Leuten nach dem Motto: Wer mitarbeitet, darf mitreden. Außerdem sind sie unverzichtbare Stützen für Projekte und Unternehmungen und sind Multiplikatoren bei allen Entscheidungen zu den Mitgliedern. Dann kommen noch die Stammtische dazu. Das ist eine eigene Kategorie für die Bayern, natürlich traditionell mit Biergartenatmosphäre. Es gibt 31 Forscherstammtische, die unabhängig vom BLF sind, aber gefördert werden vom BLF. Und das ist praktisch der erste Kontakt, wo die Leute niederschwellige Angst haben. Da muss man nicht Mitglied werden, da kann man hingehen, erfährt Beratung. Und aus diesen Stammtischen rekrutieren sich oft die meisten Mitglieder. Sozusagen die Präsenz des BLF und die Kompetenz sichert die Lufthoheit über den Stammtischen. Das ist übrigens ein Spruch von Franz Josef Strauß noch und senkt die Hemmschwelle für einen Vereinsbeitritt. Steigerung der Attraktivität des Vereins. Wir haben es geschafft, den Mitgliedsbeitrag von 40 Euro inzwischen auf 22 Euro zu senken. Wie ist denn das möglich? Also, keine bezahlten Angestellten mehr. Wir hatten den Luxus, Angestellte zu haben, also Teilzeitkräfte. Kostensenkung bei Drucklegung der Jahresschrift. Mehrfache Wechsel der Druckereien bis hin zu Online-Druckereien. Jetzt, was ich gerade angesprochen habe, die Verlegung der Geschäftsstelle und die Landesbibliothek von München nach Augsburg. Verkauf unserer Veröffentlichungen, Dublettenverkauf, Erhalt durch Spendenfreudigkeit, minimaler Fahrtkostenersatz für Funktionäre. Und das steigert also die Attraktivität und natürlich auch bringt neue Mitglieder. Durch den Mitgliederzuwachs, den rasanten, konnten wir natürlich auch den Mitgliedsbeitrag weiter senken. Das sind unsere Veröffentlichungen. Die gelben Blätter links heißen eigentlich immer schon so, weil sie immer die gleiche gelbe Farbe haben. Das Infoblatt ist eines der wichtigsten Werbemittel und zum Beispiel auch dieses Schriftenkundebuch, bei dem wir bei der Veröffentlichung maßgeblich beteiligt waren, das natürlich von den Bayerischen Archiven veranlasst worden ist. Dann gibt es alle 2 Jahre eine BLF-DVD, bis zuletzt 2018, aber die Zeit der DVD ist eigentlich abgelaufen. Was haben wir noch zu bieten? Was eine Besonderheit ist, diese überregionalen Forschertreffen unter Leitung des BLF. Da gibt es diesen großen schwäbischen Stammtisch, 2002 einmal, erstmals und dann Regelung so, einmal Augsburg und einmal in der Region. Und erstmals im Jahre 2014, im Jahr der Genealogie, zusammen mit der DGV-Sektion Süd, mit Einladung an die 11 Mitgliedsvereine des Südens und weitere Stammtische.
Und dieses Treffen ist sehr stark angenommen mit meistens zwischen 35, 40 oder 50 Teilnehmern, wo also sowohl die Stammtische, die Bezirksgruppen, andere Vereine sich treffen. Wir hatten letztes Jahr ja dieses Treffen in Kaufbeuren, war auch KompGen vertreten. Dann gibt es noch dieses nordschwäbisch-mittelfränkische Ahnenforschertreffen, auch seit 1996, abwechselnd einmal in Mittelfranken und einmal in Schwaben. Und hier sind überwiegend auch die Vertreter der GFF und des BLF, und wo also freundschaftliche Bande zwischen den eigentlich konkurrierenden Vereinen entstanden sind, und wir unterstützen einander und wir lernen voneinander. Das ist die wichtigste Erkenntnis, sind keine Konkurrenten. Hier ein paar Bilder von solchen Treffen, die über Jahre hinweg so laufen und eigentlich Selbstläufer sind. Jetzt zu den Projekten des BLF. Da ist also eine Stärke die Ortsfamilienbücher, die vor allem hier in meiner Region von meinem Stammtisch ausgehen, Ortsfamilienbücher. Dann Digitalisierung der schwäbischen Hochzeitsbücher. Es gab mal ein Projekt in Schwaben, die 900 Pfarreien aus den Kirchenbüchern die Ehen herauszuschreiben und in Listen zu tippen. Das wurde gemacht und die wurden dann später digitalisiert und auf die DVDs gepackt. Dann jetzt drei ganz starke Projekte, die im Fokus stehen. Das ist das Sterbebilderprojekt. Da komme ich nachher darauf zu sprechen, das Friedhofsprojekt und auch jetzt die Schuljahrsberichte. Nebenzu gibt es eine Erfassung von Todesanzeigen, eine Forscherprofilliste, die auf der Homepage anonymisiert, lediglich mit den Namen ist, wo man bilateral Kontakt aufnehmen kann, wo die Forscher mitteilen, welche Projekte sie haben, was sie forscherisch unternommen haben und wo sie zum Beispiel die toten Punkte haben. Jubiläumsausstellungen, zum Beispiel zu Rundenjubiläen, auch bei den Bezirksgruppen dezentral und auch seit vielen Jahren sogenannte Tage der Familienforscher in Zusammenarbeit mit den Archiven. Wir praktizieren das mit dem Staatsarchiv Augsburg, mit dem Stadtarchiv Augsburg oder mit den staatlichen Archiven auch in München. Das große Projekt war der 64. Deutsche Genealogentag in Augsburg 2012, anlässlich des 90. Geburtstages des BLF. Und wir waren jetzt drauf und dran, eben auch den 72. Deutschen Genealogentag in Tapfheim durchzuführen, alles organisiert. Tolles Vortragsprogramm, die ersten Aussteller haben gebucht, musste jetzt leider abgesagt werden, ist jetzt auf 2022 verschoben worden. Da feiern wir dann auch das 100-jährige Jubiläum, auch das passt. Die Zusage der Gemeinde Tapfheim haben wir. 2021 ist ja nach Kleve an der holländischen Grenze schon vergeben. Ja, jetzt kurz zu diesem Paradies der Ahnenforscher. Gab es mal einen Zeitungsartikel, 27 Ortsfamilienbücher veröffentlicht. Das war 2011. Inzwischen sind wir fast bei der Zahl 40. Hier eine Karte. All diese Orte sind bereits als OFBs veröffentlicht. Und mindestens genauso eine große Anzahl ist in Arbeit, sodass im Jahr im Schnitt 1 bis 2 Ortsfamilienbücher hier in Nordschwaben entstehen. Eine ganz tolle Besonderheit. Hier geht es nicht nur um die eine wichtige Quelle der Kirchenbücher, sondern natürlich auch staatliche Unterlagen, kommunale Unterlagen, Steuerbücher bis hin zur Urkundenforschung. Alles wird eingearbeitet und auch sozusagen die Bevölkerung aufgefordert, hier alte Fotos beizusteuern. Auch das ist eine wichtige Sache, dass man sozusagen die Fotos nicht alle verweisen lässt, dass niemand mehr weiß nach 100 Jahren, wer da abgebildet war. Diesen Fotoschatz
zu bergen. Das ist auch ein Ansatz, zum Beispiel der Topothek, wie wir neulich gehört haben, aber auch für die regionalen Forscher bis solche Ortschroniken oder Ortsfamilienbücher. Dann die Mitmachprojekte des BLF, das Friedhofsprojekt seit 2005, Projektleitung der Sabine Scheller. Zunächst ein rein schwäbisches Projekt, nun ein bayerisches Projekt unter Leitung des BLF. Inzwischen sind etwa 760 Friedhöfe fotografisch erfasst und 670 digital erfasst. Ergebnisse auf den DVDs, auch Buchdokumentationen. Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und seit 2019 als Online-Projekt. Also auch Anschluss an die Metasuche bei GenWiki. Und es ist ein bisschen anders aufgezogen wie bei ComGen. Hier geht es nicht um die reinen Inschriften, sondern auch um eine komplette Dokumentation der Friedhöfe, fotografisch. Und ein Fokus liegt natürlich auch auf die Entschlüsselung wertvoller Epitaphien und auch eine Dokumentation der Begräbniskultur, sodass also auch diese Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege wichtig ist. Und Unterstützung natürlich auch von Heimatvereinen erfahren oder von kommunalen Archiven. Das Sterbebildprojekt ist ein Selbstläufer. Inzwischen sind über 1 Million gescannt. Circa 10 mobile Scanner sind derzeit in Bayern im Einsatz. Eine Online-Erfassung ist jetzt gang und gäbe. Früher hat man dezentral erfasst. Datenbank auf der BLF-Homepage für jedermann. Inzwischen über 810.000 Personendatensätze. Wir haben inzwischen das Problem der Duplettenbereinigung, dass man natürlich bei dieser Anzahl immer wieder Sterbebildchen abgegeben werden, die schon gescannt sind. Wir haben jetzt einen internen Mitgliederbereich mit Bilderanzeige und einer 70-Jahre-Sperrfrist für die Freischaltung im Mitgliederbereich und auch den Service sozusagen des Downloads für Mitglieder. Die Datenbanken waren auf den DVDs bis 2014. Inzwischen haben sich auch die GFO und die GFF diesem Projekt angeschlossen. Auch hier die Metasuche über GenWiki. Hier sehen Sie so eine Scan-Aktion. Und das wäre die Startseite auf unserer Homepage. Sie können sich im Mitgliederbereich, wenn Sie registriert sind, haben Sie die Vorteil, dass die Sterbebilder angezeigt werden. Oder Sie gehen einfach als Gast hier rein, drücken bloß diesen Gast-Button und dann können Sie in der Suchmaske suchen. Das sind unsere mobilen Scanner, diese Sterbebildscanner und diese Buchscanner, die im Einsatz sind, aber die sind nicht nur stationär, sondern mobil. Bei Stammtischen, Workshops, Vereinsabenden, auch ein Verleih an Mitglieder, Archive und Vereine. Es werden nicht nur Sterbebilder, sondern Fotos auch in unseren Archiven, in den Nachlässen, zum Beispiel Schreibmaschinenseiten in PDF-Format gescannt und dann über Reader-Programme in Word-Dateien verwandelt. Was hier wichtig ist, auch für diese Möglichkeiten des A3-Scanners, dass man Ahnentafeln oder andere Teile dann eben scannen können. Jetzt zu diesen Schuljahrsberichten. Wir haben festgestellt, dass wir in unserer Bibliothek in Augsburg 7000 Schuljahrsberichte gelagert haben. Eine riesige Sammlung und immer wieder haben wir uns überlegt, was macht man denn mit denen? Das ist so ein toller Schatz und keiner hat eine Ahnung von diesem Schatz und wie macht man dieses zugänglich. Und da ist eben die Idee geboren, diese zu scannen und online zu stellen, aber sozusagen in den Mitgliederbereich, dass wir wieder einen Anreiz haben, dass die Leute auch hier durch die Mitgliedschaft das Projekt unterstützen.
Ja, das sind jetzt hier ein paar so Titelbilder von Augsburger Schulen, St. Anna und St. Stephan, die bekanntesten Gymnasien. Inhaltlich sind natürlich dann interessante Daten. Wir haben hier die Namen, den Stand der Eltern, die Geburtsdatum, sogar dann, welche Fortgangsnoten die Schüler hatten. Heute unmöglich, dass man sowas publiziert. Der Gesamtbestand betrifft nicht nur Bayern, sondern Sie sehen hier einmal in unserem Bibliotheksverzeichnis, dass das von Amberg bis Hammelburg, Homburg, Ingolstadt, Kaiserslautern, Nürnberg, Pirmasens, Speyer, Schweinfurt oder auch Chemnitz, Erlangen, Nürnberg, Kaiserslautern. Alle möglichen Orte kommen vor. Der Bestand ist vermutlich von dem Anna-Gymnasium Augsburg, von meinem Vorgänger, übernommen worden, bevor es vernichtet worden sind. Die hat nämlich eine jahrzehntelange Tauschpartnerschaft der weiterführenden Schulen in ganz Deutschland und haben sich die Zeitschriften zugeschickt. Inzwischen habe ich auch einige Archive gewinnen können, dieses Projekt zu unterstützen. Zum Beispiel der Stadtarchiv Dillingen hat hier ganz besonderen Schatz. Hier zum Beispiel noch einen Schuljahresbericht aus dem Jahre 1813 aus Eichstätt oder dann sogar eine Übersicht der Studienanstalt in München von dem Jahre 1816. Worum geht es in diesen Schuljahresberichten? Es sind die Vorlesungen, die Auflistung des Lehrpersonals und der Fachlehrer und der Fachressorts. Es sind Lehrgegenstände, Lehrpläne nach Klassen, angebotener Wahlunterricht, Verzeichnis der Schüler nach Klassen mit Geburtsdatum, Geburtsort, Stand des Vaters, Wohnort, Religionszugehörigkeit. Auch kann man zum Beispiel hier deutlich sehen, wie hoch der Anteil jüdischer Schüler zum Beispiel war in manchen Orten. Die Schulchronik, dann Verzeichnis der Abiturienten, Schulabgänger, Angabe des Berufsstudiums, auch das wird manchmal vermerkt. Interessant auch die Ausgaben des Ersten Weltkrieges. Dort findet man eine Ehrentafel für die Gefallenen aus den Reihen der ehemaligen Schüler mit genauen Angaben des militärischen Ranges, der Einheit, der Auszeichnungen und dem Todestag und dem Todesort und der Art der tödlichen Verwundung. Was kann man mit diesen Dingen anfangen, mit den Informationen? Ich denke, in erster Linie Vervollständigung der Biografien der Vorfahren und Verwandten, aber auch ein empirisches Basismaterial für anderweitig interessierte Forscher und Historiker zur Heimat- und Regional- und Landes- oder Schulgeschichte. Auch Politikwissenschaftler können die Einflüsse der großen Politik in Friedens-, Kriegs- und Nachkriegszeiten auf den Mikrokosmos einer Schule nachvollziehen. Ganz interessant, was hier alles an Vorschriften oder Umsetzungen oder Antreten zu Ehrentagen, zum Beispiel, was weiß ich, des Führers und so weiter. Sozialgeschichtliche Forschungsansätze über den Anteil der Mädchen, Stand der Eltern, auch das interessant. Wie viele Mädchen gingen auf die weiterführenden Schulen? Die Entwicklung der Bildungspolitik insgesamt. Ich bin überrascht, wenn ich dann sehe, welche Abschlussprüfungen vor 100 Jahren verlangt wurden von den Schülern. Und jetzt jammert man über die Schwierigkeit eines Mathe-Abiturs. Das ist lachhaft. Da sollten mal die heutigen Schüler reinschauen. Dann auch der Einfluss der Kirche ist entscheidend und auch der sprachgeschichtliche Wandel im Bildungswesen insgesamt. Jetzt zu den Bibliotheken des BLF. Wir haben, alle Bezirksgruppen haben eine Bibliothek, natürlich nicht gleich groß. Die Bibliotheken von Niederbayern oder Oberpfalz sind in Stadtarchiven untergebracht und werden teilweise jetzt gerade untergebracht und dort zugänglich. Aber es geht um die großen Bibliotheken in München und in Augsburg. In Augsburg haben wir jetzt einen Raum
dazu bekommen von der Stadt Augsburg, mussten allerdings viel Geld in die Hand nehmen, um selbst auszubauen und haben zwei Rollregalanlagen angeschafft und haben jetzt 500 laufende Meter für Bücher und Akten. Gerade findet der Umzug nach Augsburg statt. Was bieten wir sonst? Workshops seit einigen Jahren vor den Vereinsabend oder zusätzliche Termine, wo entweder allgemeine Workshops sind, wo jeder individuell fragen kann und sich beraten lassen kann, oder eben spezielle Workshops, themenbezogene Workshops. Das können Leseübungen sein, Schriftenkunde, wie überwindet man tote Punkte, Strategien dazu, Quellenkunde, auch ein Lateinkurs eines ehemaligen Lateinlehrers, der wurde sehr gut angenommen für Kirchenbucheinträge, ein allgemeiner Erfahrungs- und Informationsaustausch, Anfängerfragen, Profis, Antworten, auch so ein Format haben wir schon öfters gehabt, Scanner-Aktionen oder allgemeine Beratung bis hin zu genealogischer Software oder Internetforschung. Natürlich sind wir auf den Genealogentagen ständiger Gast, nämlich zum ersten Mal war der BLF 2004 mit einem eigenen Stand vertreten. Das wäre jetzt der Genealogentag in Tapfheim gewesen. Die ersten Flyer waren schon gedruckt und das wäre der Austragungsort gewesen. Die Schule und in der Dreifachturnhalle hier. Und das wird jetzt aber dann in 2 Jahren sein. Hier das Vortragsprogramm, das schon ziemlich ausgereift war. Und ich möchte jetzt im Einzelnen nicht darauf eingehen. Es sind regionale Themen und allgemeine internationale Themen auf dem Tableau gewesen und auch eine Reihe von Workshops. Aber der BLF, habe ich jetzt in den Annalen gefunden, hat schon mehrfach einen Genealogentag ausgetragen. Das war 1955, 1961, 1974, 1982, 1997 und eben 2012. Ganz wichtig ist mir und auch anderen die Zusammenarbeit mit den Archiven, Staatsarchiven, Stadtarchiven, kommunalen Archiven nach dem Motto, wir betreuen und schulen die Benutzer. Das heißt also, wenn wir mündige Archivbenutzer sozusagen schulen, freut sich jedes Archiv, wenn Anfängerfragen wegfallen und die werden auch viel lieber bedient, wenn man nicht lästige Vorabfragen erklären muss. Unterstützung der jeweiligen Freundeskreise, zum Beispiel Staatsarchiv Augsburg oder Stadtarchiv Augsburg. Gemeinsame Projekte, zum Beispiel Tag der Familienforschung mit den Archiven. Unterstützung bei Anfragen. Es ist oft so, dass automatisch sozusagen eine Anfrage in den Archiven an den Verein weitergeleitet wird und wir wieder Leute kennen, die regional ganz gut bewandert sind. Teilnahme auch an Tagungen. Ich bin also oft eingeladen, von offizieller Seite bei Bayerischen Archivtagen und kann mich auch hier einbringen. Zum Beispiel hier so ein Ablaufplan eines Tages der Familienforschung in Schwaben. Und da sehen Sie, dass wir ein Programm haben, abwechselnd, wo zum Beispiel das Staatsarchiv einen Vortrag hält und dann wieder der BLF einen Vortrag hält. Datenschutz zum Beispiel 2016 war auch da schon ein wichtiges Thema. Einführung in die Familienforschung. Hier kommt also viel Laufkundschaft bei so einem offenen Tag. Familienforscher berichten aus ihrer Praxis besondere Erlebnisse, zum Beispiel Forschungsmöglichkeiten im Internet. Wichtige Quellen zur Familienforschung im Staatsarchiv oder wir können unsere
Projekte vorstellen oder auch hier einen Lesekurs. Gleichzeitig eine Ausstellung, wo wir einige Vitrinen bestücken konnten, und ein Archivcafé hat dann den gemütlichen Rahmen gebildet. Ja, Internetpräsenz. Wir haben natürlich eine eigene Homepage, wlf-online.de, Mailinglisten, eine Bavaria-Liste. Spezielle Teams verstärken die Leistungsfähigkeit erheblich. Wir haben also hier ein Redaktionsteam unserer Jahresschrift und auch ein eigenes Webteam. Die Fotos sind allerdings nicht ganz aktuell. Die Besetzung ist ein wenig anders, aber die Gruppe hat sich zum Gemeinschaftsfoto leider nicht mehr getroffen. Dann, wie sieht diese Kooperation mit anderen Vereinen aus? Mit COMCEN natürlich haben wir einen Vertrag über die Adressbücher. Die GOV-Partnerschaft oder Einbinden der BLF-Datenbanken in die Metasuche. Mit der GFO und der GFF dieses Sterbebildprojekt. Stärkung der Beziehungen zu den Vereinen der Sektion Süd. Ausweitung der überregionalen Stammtischtreffen, das habe ich angesprochen. Ganz wichtig auch die Unterstützung des Icarus-Projekts und Werbung auch für Icarus for All Mitgliedschaften, also Icarus, Monasterium, Matricula und Topothek. Da läuft ja gerade jetzt eine eigene Reihe, die auch von COMCEN gefördert wird. Werbung für die Mitgliedschaft bei der DRGV. Also immer wieder gibt es auch Vereine, die nicht mal wissen, dass es den Dachverband gibt und vielleicht die Vorteile nicht kennen. Gerade die Mitgliedschaft für kleinere Vereine ist ja sehr günstig mit einem Mitgliedsbeitrag im Dachverband von 40 Euro im Jahr. Das ist also kein Betrag. Aktuell in Vorbereitung auf diese Holzschuhe-Patrizier-Familienforschung läuft gerade eine Zusammenarbeit, die angeregt wurde durch ein Mitglied in Schwaben und die in unserer Bibliothek jetzt auch Akten und digitale Unterlagen in großen Stile uns überlassen wird. Und dann schauen wir mal, was wir daraus machen werden. Vernetzung der Mitgliedschaften beim BLF, also gegenseitige, also Mitgliedschaft im BLF selbst haben diese Stadtarchive oder Bibliotheken. Also auch das zeigt, dass hier von offizieller Seite die Arbeit des Vereins auch dadurch unterstützt wird. Weitere Kooperationen mit Städten und Vereinen, hier eine kleine Liste. Auch die Kooperation mit der Bezirksheimatpflege und dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege möchte ich nochmal hervorheben. Oder auch ganz toll, die Stadtarchiv Kempten hat als Beispiel eine riesige Sammlung an Karteikarten, die nennt sich die Kemptische Heiratskartei. Das ist ähnlich wie unser Projekt, diese Hochzeitsbücher. 95 Pfarreien rund um Kempten wurden die Ehen verkartet auf Karteikarten und die durften wir scannen. Und diese Scans sind dem Stadtarchiv überlassen worden und wir haben diese Daten jetzt auch digitalisiert und es sind tolle Bestände auf unserer DVD und irgendwann werden die in den Mitgliederbereich auf die Homepage wandern. Auch das Stadtarchiv Nördlingen hat fleißige Mitarbeiter gehabt, die Archivunterlagen systematisch ausgewertet haben und in Excel-Tabellen zusammengefasst haben, aber haben keine Möglichkeit gesehen, dass sie das irgendwie selber an den Mann bringen und haben sie uns bereitwillig für unsere Veröffentlichungen überlassen.
Dann geht es ja jetzt hier auch um Strategien, weitere mittelfristige Planungen, Ausweitung des digitalen Angebots über die Homepage für die Allgemeinheit und einen internen Mitgliederbereich, zum Beispiel alte Inhalte von den vergriffenen DVDs, PDF-Dateien der Vereinszeitschrift mit 10-Jahressperre zum Beispiel. Und Schaffung von digitalen Arbeitsplätzen in der Bibliothek, da sind wir schon dabei. Also viele Dinge, die jetzt nicht auf der Homepage stehen oder auf den DVDs, die wir aber so systematisch gerade erstellen, zugänglich zu machen. Auch ganz wichtig, der Umgang mit Nachlässen. Die Treue zum Verein entsteht auch dadurch, dass die Leute wissen, wenn sie ein Leben lang geforscht haben und keine Freude innerhalb der Familie ausgelöst haben, dass dann oft vielleicht die Papiertonne das letzte Örtchen ist der wertvollen Arbeit, dass der Verein bereit ist, diese Nachlässe zu übernehmen. Aber das heißt auch im Vorfeld die Leute zu beraten, was ist wichtig, dass man vorher was aussortiert, dass man systematisch arbeitet, dass man Verzeichnis anlegt. Aber das ist ein unheimlich schweres Terrain. Kein Forscher ist ja je fertig. Also die letzte Arbeit, das systematisch zu ordnen, entfällt dann meistens leider. Aber man muss dann arbeiten. Weitere öffentlichkeitswirksame Aktivitäten des Vereins, VHS-Kurse, so wie ich das jetzt schon praktiziere, das machen inzwischen etliche Mitarbeiter oder sagen wir Mitglieder. Es gibt auch sogenannte Freiwilligenmessen. In den letzten Jahren kommen die auf. Ich weiß nicht, ob das außerhalb Bayerns auch üblich ist. Da wird von den Städten sozusagen fürs Ehrenamt geworben. Da können Vereine, meistens sozial engagierte Vereine, aber auch der BLF hat die Chance mal genutzt, ihre Arbeit vorstellen und um Mitarbeiter werben. Zum Beispiel beteiligt dich an der Erfassung der Friedhöfe oder irgendwas. Dann Vorträge bei den Tagungen der Bezirks- und Heimatpflege, auch das sollte man wahrnehmen. Ich bin zum Beispiel eingeladen worden und habe das schon zweimal gemacht. Einen Vortrag beim Land für ländliche Entwicklung, haben wir gedacht, was wollen die eigentlich? Aber der Hintergrund ist der, dass man zum Beispiel über die Erforschung der eigenen Hof- und Familiengeschichte, hier im Vordergrund den Hof, den Bauernhof, die Geschichte. Und da habe ich den Vortrag gehalten, da war die Bude voll. Also die haben gestaunt, wie hoch das Interesse ist. Auch die Kooperation mit der Wissenschaft soll man im Auge behalten. Zum Beispiel haben wir angeboten eine Praktikumsstelle für Studenten, die uns auch bei den Projekten unterstützen. Wichtig ist, dass die Wissenschaft auch erfährt, was haben wir denn systematisch schon erstellt an Statistiken, zum Beispiel in den Ortsfamilienbüchern. Wir haben da also meistens jetzt unsere Standards sind sehr hoch. Wir haben alle Todesursachen zum Beispiel nach Jahrgängen geordnet. Dann sieht man, wann sind Seuchen ausgebrochen? Wie ist die Geburtenentwicklung? Wie wirken sich da auf die Bevölkerung, zum Beispiel die Abwanderung in den Städten, die Industrialisierung aus? Oder viele andere Detailfragen können hier geklärt werden. Nicht zu vergessen, eine gute Pressearbeit, schauen vor jeder Veranstaltung Pressevertreter heranzubekommen oder natürlich auch Fernsehsendungen. Das Interesse ist auf jeden Fall in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Was ist wichtig innerhalb der Vereinsführung? Auch eine emotionale Komponente. Der kameradschaftliche Umgang miteinander, die Geselligkeit, zum Beispiel bei uns ist es üblich, dass man zum runden Geburtstag immer Brotzeit spendet. Das wird sehr gut angenommen, man kommt ins Gespräch und der freundschaftliche Umgang ist auch ganz, ganz wichtig. Organisation von Fahrgemeinschaften, bei Exkursionen, Ausflügen, ältere Leute, die sich zum Beispiel nicht mehr nachts fahren trauen. Gegenseitige Unterstützung, das haben wir schon gehabt mit Forscherprofilen.
aktive Unterstützung bei Publikationen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, in letzter Zeit ganz wichtig. Heute gibt es ja die günstige Möglichkeit, bei Online-Druckereien die eigene Forschung zu publizieren. Aber man muss natürlich das Layout und die Druckvorgaben alle erfüllen. Und da in speziellen Workshops ist das Interesse riesig, dass man die Leute unterstützt nach dem Motto, wer schreibt, der bleibt. Wie gesagt, Regelung des Nachlasses haben wir gerade schon gehabt, aber ich möchte jetzt nochmal vielleicht ein paar Bilder beisteuern, aber auch die rechtlichen Fragen im Alltagsgeschäft, Datenschutz, Formel 110-80-30, aber das muss man den Leuten immer wieder sagen. Die verstehen nicht, wenn sie was publizieren wollen, dass man hier vorsichtig sein muss. Verkürztes Urheberrecht bei verwaisten Objekten oder solche Dinge. Überlassungsverträge, wenn Sie was bekommen für Ihre Bibliothek oder sonst was, sollte man sich rechtlich absichern. Ich habe da mal ein Formular entworfen zwischen diesem Überlassungsvertrag, zwischen dem Nachlassgeber oder Vorlassgeber, dass man hier die Gegenstände oder auch die digitalen Dinge genau beschreibt. Und auf sowas wie früher dann Dauerleihgaben oder zeitweise Übergaben lasse ich mich gar nicht mehr ein. Entweder dauerhaft oder gar nicht. Dann hat man nämlich immer das Problem, wenn man das nach Jahrzehnten wieder aufgreift und die rechtlichen Dinge nicht gescheit geregelt sind. Hiermit bestätigen wir den Bayerischen Landesverein für Familienkunde, oben beschriebene Gegenstände unentgeltlich dauerhaft zu überlassen. Dem Verein wird die uneingeschränkte Nutzung, zum Beispiel für Veröffentlichungen oder Ausleihen der Bibliothek, zugesichert. Mit einer eventuellen ganzen oder teilweisen Weitergabe der überlassenen Gegenstände an andere gemeinnützige Vereine oder Organisationen bin ich einverstanden. Ein wichtiger Passus: Man hat was bekommen, Kisten voll Material, und stellt fest, dass das für eine andere Bibliothek oder was vielleicht viel wichtiger wäre. Ich habe zum Beispiel einen Nachlass bekommen aus einer Handwerkerfamilie mit Rechnungsbüchern aus der Stadt Eichach. Das habe ich im Stadtarchiv weitergegeben. Die waren sehr froh. Das hätte jetzt bei uns natürlich in der Bibliothek keinen besonderen Mehrwert gehabt. Ja, neue Herausforderungen geben neue Chancen. Sie sehen, auch Corona birgt kreative Kräfte. Sabine Scheller, unser rührigstes Mitglied, hat sofort die Chance genutzt und hat für uns diese Schutzmasken bestellt mit BLF-Logo. Eine Werbefläche mit ungeahnten Möglichkeiten. Ich wurde in der Metzgerei angesprochen. Sie haben aber eine coole Maske. Dann konnte ich sagen, das ist eine Variante der Söder-Maske. Und das ist jetzt nur unser Verein, und schon kommt man ins Gespräch. Packen wir es an. Damit wäre ich am Ende und dann übergebe ich wieder an das Team von Comgen. Vielen Dank. Ja, Manfred, sehr vielen Dank für deinen höchst spannenden, interessanten, aufschlussreichen Vortrag. Waren eine ganze Menge Dinge, die da, denke ich, vielen, mir zumindest, auch unbekannt waren. Und vor allen Dingen auch die Hinweise, die Strukturen und die Überlegungen, wie geht es mit so einem Verein weiter, aber auch der Rückgriff in die Geschichte, wie es der Verein entstanden war, höchst spannend. Dann möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei Manfred bedanken. Es war ein ganz toller Vortrag. Ich freue mich sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich nehme so eine Gelegenheit natürlich wahr. Also ich bin mit Leib und Leben für den BLF und für die anderen Ziele und auch für die anderen Vereine und bei Comgen oder bei Icarus. Das ist ein tolles Netzwerk und wir wollen das weiter zusammenwachsen lassen. Vielen Dank allen Interessenten.